Meine Leute und willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play OMSI 2. Ja, heute fahren wir mit dem Kessbohrer Setra S215UL auf Krummen ab. Den habe ich mir jetzt erstmal neu gedownloadet, obwohl der schon länger draußen ist. Ja, kleine Geschichte: Kessbohrer und Setra, ne? Hat mir ein netter Busfahrer erklärt, als ich Praktikum gemacht habe bei der VHH, war ich beim Reisering und der hat mir das dann erklärt. Also, das wusste ich vorher nämlich auch noch nicht. Kessbohrer ist die Marke an sich, darum auch immer überall das K. Okay, hier auf den Radkappen jetzt nicht, aber vorne am Lenker hier auch das K. Und Setra bedeutet nur selbsttragendes Fahrwerk. Ja, das wusste ich tatsächlich nicht. Also handelt es sich um einen Kessbohrer S215, aber UL und so gesehen auch um einen Setra. Wir haben die Version ohne Radkappen. Und mit Automatikgetriebe. Schaltung wollte ich mir jetzt nicht antun. Und euch auch nicht. Oh, sogar der Boden ist modelliert. Also der vom Bus. Unten. Der Unterboden. Oh. Mal gucken, ob man das gleich schön sieht. Und das ist ja cool. Man kann hier wirklich alles öffnen. Ah, nee, ne? Auftrag der Autokraft. Wie cool ist das denn? Nee, ich wollte das entfernen. Autokraft wollte ich dran lassen. Mal gucken, wie das aussieht. Ja, cool. Die Autokraft hat ja sogar viele Setras. Gucken, was wir noch haben hier. Hat man die Radkappen auch hier in den Kasten dann? Nee, ne? Hier auch noch, aber leer. Hier ist noch leer. Leer. Oh, hier war doch noch was. Ach, lol. Im Ernst, wie geil. Gut, das ist ja nichts Neues, dass die Reifen nicht verbunden sind mit der Achse, aber das ist ja generell ein Umwieso. So. Haben wir hier noch irgendwas? Wie kriegt man die Tür hier auf? Wahrscheinlich hier. Jo. Hier hinten auch? Nee. Achso, das hatten wir schon. Ah, die geht auch auf die Klappe. Und die doppelte Batterie. Die Reserve-Batterie. Warum kann man die nicht klicken? Keine Ahnung. Gut. Hupp. Elektrik ist ja schon an. Jetzt machen wir mal hier hinten den Motor an. Gut, das Nummernschild backt rum, aber. Das finde ich immer cool bei Bussen, wenn das modelliert ist. Hat der O405 aus der Add-on ja auch. Oh, mein Fahrplan ist sogar von hinten modelliert. Aber spiegelverkehrt. Hier ist gar kein Fenster mehr. Wir fahren die I51, wie man vielleicht schon vorne erkennen konnte. Aber das ist so blöd hier, ne? Ich weiß nicht mal, ob man die Ampel hier nutzen muss. Ja, eigentlich ja schon. Weil das ist irgendwie total blöd gemacht, die Kreuzung hier. Aber mal gucken. S51 ist links, ne? Ja. Wir haben übrigens Schulzeiten. Ich bringe jetzt quasi die Kinder zur Schule nach Ilsenbach, wenn da überhaupt eine Schule ist. Wir sind um 17:50 Uhr dann beim Ilsenbach. Das heißt, wenn wir wirklich Kinder zur Schule bringen, sind wir im perfekten Zeitplan. Sind die um 8 Uhr da? Huch. Ich muss die Haltestellenbremse reinmachen.
Guten Morgen. Hallo. Hallöchen. Semmel mir doch die Eier, ist das früh heute. Guten Ja, Morgen. guten Morgen. Ja, richtig rum. Hallo. Hallo. Ich dachte, Krummenab ist eine gute Map für den Bus, so überländlich. Was ist das für ein Knopf? Der kann zum Glück nichts. Weil ich hätte ihn sowieso gedrückt. Dann hätte er wahrscheinlich den Motor ausgemacht. Das ist tatsächlich das erste Mal, dass ich Setra fahre in Ungarn. Ja, doch, eigentlich schon. Also Kässbohrer. Krass eigentlich. Pause. Muss ich nicht auch? Ja, doch, muss ich. Und hier fahren ja eigentlich alle Linien lang. Außer die 895 oder so. Fährt hier ja gar nicht. Uiuiui, wie Vollgas gibt das hier, aber hört sich richtig kräftig an. Okay, hinten darf man 30 fahren. Dann durfte man da hinten wahrscheinlich auch 30 fahren. Aber ich weiß es nicht genau. Er fährt auch ganz schön eng ran, ne? Ui. Er fährt überhaupt nicht rechts ran. Ich fahre so rechts ran wie möglich. Nein, was sonst? Warum will denn eigentlich keiner einsteigen? Was soll der Quatsch? Ich glaube, der Bus passt gut hier hin. Und der klappert so schön immer, wenn man über Hockel fährt. Ein sehr schöner Bus, echt. Ich weiß gar nicht, von welchem Baujahr. Baujahr der ist. Vielleicht 99 oder so. Ich glaube nicht, dass er schon so alt ist. Hallo. Hallo. Ein Zug. Tschut, tschut. Ist ganz schön laut, der Bus.
Ist aber auch nicht mehr der neueste. Cool wäre, wenn man der S415, heißt der so? Ja, ich glaube schon. 415 NF müsste ja der Linienbus sein, ne? Ich meine ja. Das wäre mal cool, wenn der gebaut wird. Da kann man ja vieles vom C2 übernehmen. Der ist ja ziemlich C2-like. Das Dashboard kann man schon im Groben übernehmen. Zumindest das Lenkrad. Ja, und so die Grundform der Karosserie ist ja auch relativ C2-ähnlich. Hallo. Generell eng, wenn ein Bus entgegenkommt, aber das ist völlig in Ordnung. Eng. In Ordnung, eng, alles klar. So für Rechtsabbieger rechts, ne? Ne, doch nicht. Fahren wir mal rechts rüber, wir müssen ja gleich halten. Hier ist es sau eng. Fahren bis jetzt. Achso, hier muss ich nicht halten. Warum auch immer. Ich gebe Vollgas. Lernen fahren! Ja, das war der Kreisstraße. Alles gut, Freunde. Versuchen auf meine Spur zu bleiben, ne? Ich werde nicht beide Spuren benutzen. Kann ja schon mal passieren, dass man gegen den Kantstein kommt. Und ich glaube, ich habe mich verfahren. Oder? Hm? Ich weiß es nicht. Aha. Doch, ist richtig. Ich muss ja einfach noch nicht halten. Schon verwirrend. Weil wir sind ja auch der Intercity. Bei der Citybus, wenn ich auch viel durch Überland fährt, also auch nicht so krass City. Ich versuch schon die ganze Zeit rechte Spur zu halten. Fahren über Brandweihe. Ich denke schon. Wird schon passen. Ich hab kein Gas. Meine Güte, wenn wir umdrehen müssen und wieder hier hochfahren müssen, weil ich mich verfahren habe. Oha. Da hat der Bus aber zu kämpfen. Ich glaube, ich bin hier falsch gefahren. Ich bin da hinten. Gucken, ist die nächste Haltestelle Leichau? Aber scheint richtig zu sein. 51. Wie lange noch Pfeile hier sind. 51 draufsteht, dann denke ich, wo bin ich hier richtig? Doch nicht hier lang. Ich hätte nicht über Brandweihe fahren sollen.
Ja, ich sehe das Problem nicht. Ich habe das Schild nicht berührt. Naja, wenn Omsi sagt, ich habe das Schild berührt, dann habe ich es wohl berührt. Habe ich aber nicht. Ich mag das nicht, wenn die Kollision von manchen Schildern oder so rumspackt. Ist mal ganz doof. Ja, alles gut. Jetzt müssen wir dann noch hochkommen. Mist. Warum sagt noch keiner von den Leuten und muss Bescheid, dass ich falsch gefahren bin? Auch alles erkenne. Ich meine, die Linienführung ist auch ein bisschen komisch und verwirrend. Wenn man sich nicht auskennt, kann man schon mal falsch fahren. Bitte nicht bremsen. Ich muss den Schwung nutzen. Ich komme sonst nicht hier hoch. Ich sehe schwarz. Kühlwasser mitmacht. Das ist schlimmer als bei der Bergziege. Der vor uns hat auch ganz schön zu kämpfen. Aber er hat wohl ein paar mehr PS als ich hier. Endlich geschafft. Thermomotor. Jetzt haben wir auch nicht Verspätung wieder. Ich dachte, da stand gerade ein Einkaufswagen. Irgendwie gibt es auch kein Objekt. Keine Einkaufswagen als Objekt, ne, zum Bauen. Für meine Map habe ich nämlich mal nachgesucht. Ich habe keins. Jetzt bestimmt vielleicht. Könnten Sie den Fahrstil ändern? Das geht ja mal gar nicht. Ich versuch's, aber ich will auch ein bisschen aufs Gas drücken, weil sonst kommt ihr gar nicht mehr an. Und die Schulkinder kommen zu spät. Ich will nicht wieder Ärger vom Lehrer bekommen, weil ich mich verfahren habe. Ich kenne das ja wieder. Dann kamen wieder die Eltern und die Lehrer. Das Kind mit der zügig fahren und dann pünktlich ankommen. Die gehen dann pünktlich zur Schule kommen. Ne? Wir haben ja noch 5 Minuten Zeit, wenn ich 5 Minuten später habe, zur Schule zu gehen. Ne? Und das könnte eng werden. Ach. Ich nehme an, das ist Leichau. Ich glaube schon. Ja. Steigen? Hä? Sitzen wir hier ineinander? Nee, das waren nur die Arme. Mein Bus müsste ganz gut belegt sein, ne? Ja. Er hat, glaube ich, keine Stehplätze. Das ist immer ein bisschen schade. Besser auch Überlandbus, da brauchen wir nicht stehen. Er wird eh nicht so voll. In der Regel. Übersteigungen tun dem Bus nicht gut. Gas. VW, Mann.
Oh, das ist eigentlich meine Lieblingshaltestelle auf der ganzen Map. Weil die ist schön. Die ist Hallo. schön. Hallo. 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 Als ob, ach komm, das ist doch doof. Hätte man weiter nach rechts stellen müssen, weil wenn man da leicht gegen fährt, gegen Sandberg über den Hinterrad. Ist das so, als wenn man gegen Stein fährt? Ist echt, wenn man gegen Sandberg fährt mit dem Hinterreifen, dann wäre der Sandberg platt und niemand wird was spüren. Tja, Simulation und echt, ne? Ich halt hier, Kollege, kannst zurückkommen. Können die Autos vorbeifahren? Oh, welche Autos? Ah, das ist nicht die gleiche Taste, das hier. Ah, da wollen immer noch welche raus. Wer hätte es gedacht? Was ist das denn für eine Taste? Die gibt's gar nicht. Nö. Übrigens, man kann ja auch Radio anmachen. Pass mal auf. Ist mal laut. Und? Copyright-Dings. Na Leute, beeilt euch doch mal. Siehst du? Autos können vorbeifahren. Ah, gebt doch mal ein bisschen Gas hier. Und hör auf, durch meinen Bus und durch die Luft und alles zu laufen. Wo laufen die eigentlich hin? Naja, soll mir egal sein. Hauptsache weg. Also manchmal sind die echt ein bisschen planlos, die Leute. Ne? Okay, jetzt kommen die Kinder zu spät, weil die alle ausgestiegen sind. Selber schuld. Da kann ich jetzt nichts mehr für. Ich glaube, auf der Rücktour fangen wir dann um 13 Uhr an. Da kriegt immer Tempo drauf, der Bus. Fangen wir dann um 13 Uhr an und holen die dann wieder ab nach dem Hauptbahnhof. Ich glaube, das können wir so machen. Aus dem Bus im Nacken, ich würde Gas geben. Jetzt hast du ihn gleich hinten im Kofferraum. Aber nicht jetzt bremsen, wenn du hier rum willst. Das tut weh, dass ich mich verfahren habe. Sonst wäre ich pünktlich angekommen. Hat 4 Minuten gekostet, der Verfahrer. Das Fahrrad. Gefährlich. Hat er gehupt? Hat sich so angehört? Ich glaube nicht. Rein. Morgen. Der Schlenker hat sich eigentlich nicht gelohnt. Bisschen nach dem Grün gefahren, aber ist ja nicht schlimm. Kostet ja nichts und tut niemandem weh. Seitdem haben wir tatsächlich wieder kein Rollo. Das ist doof. Schönes Wetter haben wir echt. Aber es zeigt, dass man echt wieder so ist. Draußen Regen, feucht, nass, ungemütlich, kühl. Ach, furchtbar. Mit der Zeit des Sommers.
gerade ansagen. Ab 2 Minuten. Aber ich hätte nochmal weiterschalten müssen. Nein, ich hau. Hoch. Ja. Das hätte ich gar nicht gedacht, dass der Bus ansagen wird. Oh, das ist ja sogar eine Anzeige. Ja, der Bus muss so aus den späten 90ern kommen. Vielleicht sogar aus den 2000, 2001. Ich schätze mal, der wurde bis 2003 gebaut. Ab 1996. Könnte man nachher gucken. Mein Handy liegt ja neben mir. Ich bring die Kinder pünktlich zur Arbeit. Zur Arbeit. Komm rein! Ich will nicht rein. Sag das doch. Ziege. Warum läuft sie da im Kreis? Wer macht das schon? Das mach ich auch immer. Ich stehe im Bushaltestelle und lauf da im Kreis. Schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr das auch macht. Eigentlich nichts anderes, wenn man langweilig ist. Ach, er ist da hinten. Aber gut, dass es den Pfeil gibt. Zur Vorwarnung. Finde ich sehr gut. Sonst hätte ich jetzt hier wahrscheinlich eine Vollbombung hingelegt. Da hat er mir beim Bauen mitgedacht. Apfelplunder. Naja, doch, die Kinder kommen noch pünktlich zur Arbeit. Locker. 2 Minuten Verspätung, die ich am Ende haben werde, sind okay. Ach, da ist noch ein Kind. Ah, oh, das Kind läuft auch im Kreis. Oh, warum laufen die immer im Kreis? Die machen alle mein Hobby nach. Das fehlt den Klauer. Ah, hier fehlt, glaube ich, auch die 89412 oder wie die heißt. So heißt sie bestimmt nicht, aber irgendeine vierstellige Nummer. Ich glaube 99. Nee, auch falsch. Keine Ahnung. 8947. Nee, ich weiß es nicht. Okay, die fährt hier anscheinend nicht. Aber die S31, ich wusste es. Ist doch der Shuttlebus, oder nicht? Ja, manchmal pfeift auch. Da. Ihr könnt jetzt zur Schule, Kinders. Ich glaube, ich habe gar keine Kinders mehr im Bus. Er hat im Bus gesagt. Nö. Naja, die Erwachsenen zur Arbeit gebringt. Gebringt, so heißt das ja. So, dann würde ich sagen, war's das mit der Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Schreibt in die Kommentare, was ihr wollt. Und ja. Ich google mal kurz. Zetra S. Ne, wie heißt der? SL? Ne, S215. 15. Was? Der ist so alt, der Bus? Kespora Zetra. Was? Der ist schon. Was? Produktionszeitraum von 83 bis 94. Boah, ich hätte gedacht, der ist viel neuer. Oh, der ist schon relativ modern eigentlich so. Achso, ab 1985 hat er den Mercedes-Motor, den OM 407H drin gehabt. 241 PS. Okay, achso, das Nachfolgemodell ist der 315S. UL. 315 UL. Ach, der wurde von 95 bis 26 gebaut. Achso, ja gut. Stimmt, den gibt's auch noch. Der hatte ich gar nicht so im Gedächtnis.
Aber der fährt doch noch ab und zu hier, der Bus in echt, oder? Oder war das damals? Bei der Autokraft ist er doch damals öfter mal gefahren, oder nicht? Uiuiui. Schaukelt aber der Bus. Meine Güte. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Dann fahren wir die Leute wieder zurück. Tschüss.